Die Kamera ist auf Amy und ihren Mann gerichtet, als sie im Live-Fernsehen über den schlimmsten Tag in ihrem Leben berichtet. Der reale Halloween-Horror, der ihre gesamte Familie ausgelöscht hat. Amy hat deshalb eine Bitte, wie sie schluchzend im TV-Interview erklärt. Sie hofft, dass die Täter gefasst werden und dass die Polizei ihren Job macht, damit ihre Familie Antworten bekommt. Doch dabei weiß Amy Villardi längst, wer hinter dem grausamen Halloween-Massaker steckt. Das Halloween-Massaker. Amy und Ross Villardi schweben auf Wolke 7. Die beiden haben erst vor kurzem im Oktober 2015 geheiratet und sind nun zu Amys Familie nach Pendleton in South Carolina gezogen. Amy, Ross und ihre beiden Kinder aus einer vorherigen Beziehung leben dort auf einem Grundstück mit Amys Familie, mit ihrer Mutter Kathy und ihrem Stiefvater Mike, Mikes Mutter Barbara Scott sowie Amys Großmutter Violet Taylor zusammen. An Halloween hat das frisch vermählte Paar seit langem mal wieder einen kinderfreien Abend. Am 1. November holen Amy und Ross die beiden von Ross' Eltern ab, bevor sie zurück nach Pendleton fahren. Am nächsten Morgen fällt Amy jedoch etwas auf. Seit 2 Tagen hat sie niemanden aus ihrer Familie gesehen. Das letzte Mal an Halloween, als sie die Kinder weggebracht haben. Und das, obwohl ihre Mutter, ihr Stiefvater und die beiden Großmütter direkt nebenan wohnen und ihre Mutter Kathy doch immer mit den Hunden Gassi geht. Sie versucht drüben anzurufen, doch niemand geht ans Telefon, weshalb Amy nach nebenan geht und sieht, dass immer noch die Vorhänge zugezogen sind, obwohl es mittlerweile Vormittag ist. Sie öffnet die Tür. Drin ist es dunkel und sie erkennt nur die Umrisse von Personen auf dem Boden liegend, und weiß sofort, dass etwas hier nicht stimmt. Als sie das Licht anmacht, sieht sie schließlich, was sich Entsetzliches abgespielt haben muss. Ihr Stiefvater Mike, seine Mutter Barbara und ihre Großmutter Violet liegen leblos auf dem Boden des Wohnzimmers und ihre Mutter Kathy im Bett nebenan. Um 12.30 Uhr geht der Notruf bei der Polizei ein. Eine aufgelöste Amy Villardi ist am anderen Ende, die noch am Tatort die Polizei verständigt. Sofort rücken die Einsatzkräfte aus, denen sich vor Ort ein entsetzliches Bild bietet. Im Garten der Familie ist alles noch von Halloween dekoriert. Kürbisse stehen im Vorgarten und an den Fenstern kleben Skelette, doch den wahren Horror finden sie im Inneren des Hauses. Auch die lokale Presse erfährt schnell von dem Halloween-Massaker und Amy und Ross geben zahlreiche Interviews, um die entsetzliche Tat schnellstmöglich aufzuklären und an den oder die Täter zu appellieren. I keep feeling like I should be waking up from a dream. Es fühlt sich an, als würde ich aus einem Traum nicht aufwachen. Es passiert einfach nicht. Es fühlt sich an wie ein Film, nicht wie das echte Leben. It's like a movie or something. It's not supposed to be real life. Ich habe an der Tür geklopft und ging schließlich rein. Es war dunkel. Ich hörte den Fernseher und schaltete das Licht an. Über mehr kann ich nicht sprechen. Ich verstehe, dass es für die Polizei ihr Job ist, aber als Familienmitglieder brauchen wir Antworten und wir müssen einfach wissen, was passiert ist. And we just want to know what's going on. Die Ermittlung. Tagelang untersucht die Polizei das Haus der 4 Opfer, um herauszufinden, was sich an Halloween, der Tag, an dem Amy das letzte Mal ihre Familienmitglieder lebend gesehen hat, dort ereignet hat. Doch die Spuren verwirren die Behörden. Während Amy und Ross überzeugt sind, dass sich Fremde Zutritt zum Haus verschafft haben müssen, findet die Polizei keine Einbruchsspuren. Ein Raubmord mit zufälligen Opfern scheint für sie daher ausgeschlossen zu sein. Vielmehr sieht der Tatort aus, als hätte jemand sehr viel Wut auf Mike, Kathy, Barbara und Violet gehabt, denn alle 4 wurden auf brutalste Weise getötet. Dem 58-jährigen Mike Scott, der 80-jährigen Barbara Scott und der 82-jährigen Violet Taylor wurden die Kehlen durchgeschnitten, bevor sie, während sie bereits tot waren, mehrfach erschossen wurden.
Kathy wurde im Schlafzimmer zweimal angeschossen. Die Obduktion hat jedoch ergeben, dass sie noch gelebt hat, bevor der oder die Täter mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Auch den Gerichtsmediziner schockiert die Brutalität des Vierfachmordes. Er sagt gegenüber der Presse, dass es einer der schlimmsten Fälle seiner gesamten Karriere war. Das war ein absolut brutaler Mord und niemand hatte eine Chance zu entkommen. Es ist ein äußerst erbarmungsloses Vorgehen, das nicht zu Fremden passt, die einfach in irgendein Haus eingebrochen sind und eine gesamte Familie ausgelöscht haben sollen. Vielmehr wirkt es wie die Tat von jemandem, der den vier Opfern nahestand. Die Ermittlungen konzentrieren sich deshalb auf das enge Umfeld der Opfer. Und vor allem Amy und Ross rücken in den Fokus der Ermittlungen, denn niemand stand den Mordopfern näher als die beiden, die sich sogar ein Grundstück mit ihnen geteilt haben. Und das, obwohl die Beziehung zwischen den beiden Familien nie so harmonisch war, wie Amy es in ihren Interviews nach dem Mord dargestellt hat. Sie hat mehrfach ihrer Mutter den Umgang mit ihren Kindern verboten. Und Angehörige sagen aus, dass Amy seit Jahren einen Hass gegen ihre Mutter Kathy hatte, nachdem diese, nach dem Unfalltod ihres leiblichen Vaters, die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt hatte. In Amys und Ross Zuhause macht die Polizei außerdem eine merkwürdige Entdeckung. Im Safe des Ehepaars Villardi stellt die Polizei 18 Schusswaffen sowie $87.000 in bar fest. Vor allem das Geld weckt das Interesse der Polizei. Während Amy behauptet, dass es Geld ist, das sie und ihr Mann gespart haben, lässt die finanzielle Situation des frisch verheirateten Ehepaars Zweifel daran, dass es ihr Geld ist. Sie haben Schulden angehäuft, der mobile Hundefriseur, den sie betreiben, läuft nicht gut und niemals hätten sie so viel Geld zur Seite legen können. Auch wie das Geld sortiert ist, wirft Fragen auf. Es ist in Bündel gepackt und nach Jahren sortiert. Und enge Vertraute von Mike Scott erklären, dass er auf diese Art und Weise immer sein Geld sortiert hat. Die Polizei findet außerdem heraus, dass Mike Scott seit einigen Jahren eine Nebeneinkunft hatte. Er kaufte und verkaufte Gold. Doch das Geld, was er damit gemacht hat, findet die Polizei im Haus von Mike nicht. Einige Tage vor dem Mord hat Ross Villardi außerdem einen Scheck über $8.000 ausgestellt, mit dem Vermerk, diesen erst am 2. November auszulösen, weil er dann erst wieder Geld habe. Der Tag, an dem die vier Opfer des grausamen Familienmassakers gefunden wurden. Der Tod ihrer Familienmitglieder ist vor allem für Amy Villardi ein Geldsegen. Das Grundstück, das $140.000 wert ist, wird ihr vererbt. Und nur wenige Wochen, nachdem die Ermittlungen vor Ort abgeschlossen sind, machen sich Amy und Ross daran, das Haus, in dem ihre vier Familienmitglieder getötet wurden, zu einem größeren Zuhause für sich und die Kinder auszubauen. Sie begleichen ihre Schulden. Einige der Rechnungen überweist Amy sogar noch am Abend des 2. November. Und sie verkaufen teuren Schmuck, der einst ihrer Mutter und Großmutter gehört hatte. Im März 2016 verklagt Amy Villardi sowohl ihre Tante, die nach dem Tod von Kathy Scott ihr Auto übernommen hat, und sogar die Polizei, ihnen die beschlagnahmten Waffen, Autos und das Geld der Opfer auszuhändigen. Es entfacht ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen Amy Villardi und ihrer Tante, die Amy wiederum über Schmuck und andere Wertgegenstände verklagt, die ihr zustehen würden. Doch auf das Geld, das Amy den restlichen Familienmitgliedern schuldet, haben sie es gar nicht abgesehen. Sie verstehen nicht, warum Amy immer noch auf freiem Fuß ist, während alles darauf hindeutet, dass sie hinter der entsetzlichen Tat steckt. 8 Jahre Ungewissheit. 8 Jahre lang drehen sich die Ermittlungen der Polizei im Kreis. Und immer wieder gelangen sie zur selben Erkenntnis. Amy und Ross Villardi sind die einzigen Verdächtigen im Vierfachmord und die einzigen, die ein finanzielles Motiv gehabt haben, alle vier Familienmitglieder zu töten. Im Jahr 2023 unter der Leitung eines neuen Sheriffs werden deshalb noch einmal alle Beweise geprüft und die Handyaufzeichnung von Amy und Ross aus dem Jahr 2015 untersucht. Sie machen noch einmal deutlich, in welcher prekären finanziellen Situation die beiden im Herbst 2015 waren. Anfang September schrieb Ross Amy, dass die beiden nur noch $40 auf dem Konto haben. Und einen Monat später, Mitte Oktober 2015, schrieb Amy ihrem Mann, dass die Eigentümer ihres Hundefriseursalons die Miete verlangen. Ross antwortete darauf: Was soll ich sagen, Baby? Wir haben das Geld einfach nicht.
Auch eine ehemalige Mitarbeiterin wird noch einmal befragt, die bestätigt, dass Amy und Ross bis zum Mord an ihrer Familie immer mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten und ihr Lohn oft nicht rechtzeitig ausgezahlt wurde. Niemals könne sie sich vorstellen, dass Ross und Amy Villardi mehrere $10,000 angespart haben sollen. Auch ein Überwachungsvideo vom Abend des 31. Oktober 2015 wird erneut ausgewertet. Zu sehen ist Ross, der in einem Supermarkt um 21.38 Uhr Bier kauft. Doch vor allem seine Schuhe sind auffällig. Es sind Essex, genau das Modell, von dem Schuhabdrücke am Tatort gefunden wurden. Im Dezember 2023 hält das Anderson County Sheriff's Department eine Pressekonferenz ab und verkündet, dass es endlich eine Verhaftung im Vierfachmord gibt, der die Gegend seit mehr als 8 Jahren in Atem hält. Amy und Ross Villardi wurden festgenommen. Die einzigen Verdächtigen des brutalen Familienmassakers, die mutmaßlich in der Halloween-Nacht gemeinsam ihre Familienmitglieder getötet haben. Details, ob die erneute Untersuchung des Falls noch mehr belastende Beweise hervorgebracht hat, die schlussendlich zur Verhaftung geführt haben, werden in der Pressekonferenz nicht genannt und für den bevorstehenden Prozess zurückgehalten. Doch die Ermittlungskräfte gehen davon aus, dass beide Eheleute hinter dem Vierfachmord stecken. Amy Villardi als Kopf, die den Mord geplant hat, um sich aus den Schulden zu befreien, und ihr Mann Ross, der die Morde ausgeführt hat. Die beiden wurden des vierfachen Mordes angeklagt und warten derzeit auf ihren Prozess. Eine Freilassung auf Kaution wurde ihnen im Februar 2024 verwehrt. Nach 8 Jahren können die anderen Angehörigen von Mike, Barbara und Kathy Scott und Violet Taylor endlich aufatmen. 8 Jahre hat sie immer das Gefühl gequält, dass Amy und Ross hinter dem entsetzlichen Vierfachmord stecken. 8 Jahre mussten sie mit ansehen, wie die mutmaßlichen Mörder ihr Leben einfach so weitergelebt haben, so als sei nichts passiert. Und 8 Jahre haben sie in Angst gelebt, dass vielleicht doch jemand ganz anderes die Tat begangen hat und auch sie noch in Gefahr sind. Erst im Prozess, für den es noch kein Datum gibt, werden sie wissen, warum ihre Familienmitglieder sterben mussten und ob sich Ross und Amy Villardi schuldig bekennen oder sogar freigesprochen werden. Doch der Tag der Verhaftung war für die Familie der Todesopfer bereits eine Erleichterung, wie Mike Scotts Schwester im Namen ihrer Angehörigen gegenüber der Presse sagt. Wir sind uns nicht sicher, was wir gerade fühlen sollen. Dankbarkeit, Wut. Wir haben so viele Emotionen. Es ist der Tag, auf den wir alle gehofft haben, für den wir gebetet haben und von dem wir überzeugt waren, dass er eines Tages kommen wird. Wir haben die letzten 8 Jahre damit verbracht, endlich auf Gerechtigkeit zu warten.